Hallöchen! Heute geht's weiter mit unserem super schönen Strandhaus. Aber vorher tun wir noch ein bisschen forschen gehen. Wie ihr seht, haben wir heute 446 Skillpunkte. Ich weiß nicht, wo ich die her habe, aber es kann sein, dass die offline weiterzählen. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich die letzten Tage nicht viel gemacht, da ich mich zurzeit mit anderen Programmen auch auseinandergesetzt habe, um zu lernen und so weiter. Ja, aber okay. Wir wollen erstmal ein bisschen forschen. Und da müssen wir mal schnell gucken, was wir brauchen. Wir wollen ja Mauerbau forschen oder erforschen. Und wir brauchen hier, keine Ahnung, was das ist, Stoff. Sagen wir mal. Ja. So, gucken wir mal, was wir dafür brauchen. Wir haben auf jeden Fall genug Leder für irgendwelche Gürtel. Bauernhaar, okay. Schmuddeliges Haar, okay. Kann ich mir ein paar Rücken bauen? Sehr nice. So, Stoff. Ah, okay, wir haben 73 und okay, wir können es nur nicht machen. Dafür wollen wir blub. So, dann gucken wir doch gleich mal. Naja, bestimmt, wenn ich hier gleich das erste Level gebe, sagt er mir, dass ich es bestimmt gleich bauen kann oder herstellen kann. Was haben wir noch hier? Zack. Können wir noch ein paar Sachen bauen. Engine-Straße, Hammer. Kochen. Haben wir auch auf Max. Hier haben wir es auch alles auf Max. Hier können wir nur noch ein bisschen was rausholen. Papierherstellung. Da tun wir noch ein paar Level drauf setzen. Haben wir auch auf Maximum. So, Kochen haben wir ja gerade geguckt. Engine sind auch alle. Schippen! Komm, da hauen wir mal 30 Punkte drauf. Das tun wir mal. Was mich halt noch ein bisschen ärgert, ist, dass ich keine Ahnung habe, wo ich Wheat herkriege. Also Weizen. Da ich eigentlich auch schon wirklich die ganze Karte abgesucht habe, wenn ich da wirklich am Verzweifeln bin, wo das herkommt, oder wo ich das herbekomme, vielleicht muss ich das auch hier irgendwo leveln, dass das dann irgendwann mal wächst, aber eigentlich kann ich mir das nicht so vorstellen. Aber das wird sich dann irgendwann mal hoffentlich von selbst auflösen und klären. Na, zack. Was brauchen wir noch? Dass man nie alles hier. Oh, ist es denn mal? Hier können wir ja unser Männchen kicken. Mal noch skillen. So. Dann Papier. Nein, so, genau. Dann tun wir hier noch ein paar Levels drauf. Schnell herstellen. Oh, wir haben immer noch 100. Geschwindigkeit, so. Ach ja, die anderen lassen wir erstmal zum. Und die anderen Punkte lassen wir erstmal als Reserve. So, was jetzt so wichtig ist, dass wir das hier herstellen. Ne, war klar. So, wir brauchen davon dann, glaube ich, 5 Stück zum Erforschen. Jetzt gucken wir nochmal, dass wir das auch ordentlich. Ja, 4 Stück. 4 Stück, dann die haben wir eh noch einstecken. Und Mauern, die haben wir hinten legen. 10 Stück sollten definitiv noch ausreichen. So, wir schnappen uns jetzt erstmal ein Stack Holz und gehen erstmal hier hinter. Dass wir erstmal hier wieder unser Ding auffüllen können, unser Boden machen können. Zack, zack.
Zack. Ja, ich habe halt die letzten Tage nicht wirklich viel aufnehmen können oder nicht viel Zeit gehabt zum Aufnehmen, da ich mich wie gesagt mit anderen Programmen jetzt beschäftigt habe, was GIMP betrifft, was als Fotoprogramm und Bildprogramm bei mir zurzeit herhalten muss. Videoprogramme lernen und ja, bei vielen Sachen sagt aber mein Computer leider nein. Da möchte er einfach nicht so mitspielen, wie ich das möchte. Deswegen bleibt mir auch nichts anderes übrig, als früher oder später mir da was bisschen Besseres hinzustellen. Wie ihr seht, wenn ich hier reinlaufe, fängt es auch schon leicht an zu ruckeln. Und ich spiele auch nicht auf höchste Qualität, ja. Und wie gesagt, deswegen werde ich auch nicht drum kommen, mir da was etwas Neueres anzuschaffen. Leider. Aber okay. Wir werden ja auch sehen, dann, wenn ich mir da was geholt habe. Ich möchte ja auch unbedingt noch so einen Games Capture teilhaben, dass ich auch schön von der PlayStation aus streamen kann. Weil es kommen ja demnächst doch viele geile Spielchen raus. Und zum Beispiel God of War, was jetzt zum Beispiel rausgekommen ist. Was ich natürlich auch hätte gerne gestreamt, was leider von der Technik her noch nicht möglich ist. Aber das wird dann auf jeden Fall noch kommen. So, jetzt ärgert mich, dass ich jetzt gar nicht so viel Holz jetzt mal mitschleppen kann, dass ich jetzt mal dahinter rennen muss. Und wieder neues Holz holen muss. Ist ja schon fast ekelhaft. So, jetzt nehmen wir mal hier Steine mit, dass wir oben die Mauer mal fertig machen können. Und eigentlich hätte ich auch die Schubkarre mal voll klatschen können. Wo sind wir denn? Da. Setzt das dran? Setzt das dran. Sehr schön. So, ich hoffe doch, dass ich so spiele, dass man die ganzen Tastaturklicks nicht so hört. Weil, wie gesagt, es gibt ja da auch mehrere Einstellungen, wie man das rausfiltern kann. Aber wie ich schon gesagt habe, da macht mein Computer bei mehreren Sachen nicht mit. Aber das soll uns ja nicht aufhalten davon. Bruchstein. Das wird hier nichts. So, aber wir müssen mal zwischendurch noch reingucken. Hallo. Wie lange braucht das Ding überhaupt allgemein? Oh, brauchen wir ein bisschen. 23% von 100. Gut. Ja, ich würde meine Schubkarre nehmen. Weil zu faul zum Tragen, aber die ist auch gerade voll mit Dreck. Die müsste ich auch erst leer machen. Weil ja, ich glaube, da passt nichts mehr rein. Nein, es hat es so. So. Ja, nee, die ist voll mit 1500 Kilo. Da passt nichts mehr rein. Und den Dreck muss ich ja dann auch erst wegbringen. Aber da bin ich eh dran, denke mal, hier hinten aufzufüllen, um mir da quasi da oben, ist glaube ich Eisen gewesen oder so, oder Metall. Und da möchte ich mir vielleicht eine Mine draus machen. Kommt drauf an, wie viel ist, weil hier hinten habe ich ja einen Spot gefunden, da hinten in der Richtung, wo viel oder viele Erze gibt, was ich ja in der letzten Folge oder in der vorletzten Folge schon mal angesprochen hatte. Aber ich habe was Neues gefunden. Da oben auf dem Berg gibt es auch noch mal so ein paar Erze. Und das ist halt auch nicht ganz so weit. Und da werde ich auf jeden Fall noch einen Weg nach oben bauen. Und da kann ich den Dreck nehmen zum Auffüllen. Und vielleicht, ja, kommt drauf an, was für Straßen ich mache.
Zur Not kann ich auch den Dreck nehmen zum Bauen. Gucken wir mal, wenn es soweit ist. So. Steine braucht man nochmal. Ja, brauchen wir ganz rum. Aber das müsste doch jetzt die letzte Vor gewesen sein. Hoffe ich. Ach, jedes Mal, wenn ich hier langlaufe, fängt es leicht an zu ruckeln. Also. Leicht stark anzuruckeln. Was mir absolut gar nicht gefällt. Ja, okay. Haben wir das jetzt oben geschafft? Ah, Schenge! So. Da brauchen wir 4 Türen. Da kann ich doch da hinten dann auch meinen schönen Tisch hinsetzen. 4 Türen brauchen wir und das Dach. Aber wir müssen erstmal drinnen weiter ausbauen. So, warte mal, jetzt tun wir mal hier schon mal. Warum? Ah, das zeigt es wahrscheinlich gleich an, dass ich auf der anderen Seite schon 4 habe. Das habe ich ja sowieso einstecken und hier, jetzt tun wir mal Orden, Lack und dann brauche ich noch 6 Steinchen. Die holen wir uns schnell. So. Bei Holz nehmen wir ja eh gleich. Dann tun wir das mal schnell Pat rein. Aber dass der das natürlich gleich rüber nimmt von den hier, ist natürlich. Ach naja, ne, siehst du, der ist sogar schon fertig damit. Ja, jetzt so schnell. So, raus. Zack. So. Sagen habe ich schon. So, ja, das mit den Opfeln, das ist halt ein bisschen Zeitanspruch. Also nimmt ein bisschen Zeit in Anspruch. Vor allen Dingen, wenn es so ruckelt, ärgert mich das. Naja. Überlegt die ganze Zeit, wie man halt den Strand ordentlich ausbauen kann. Dass ich da vielleicht doch einfach hier einen Weg nach unten baue. Da unten nur ein paar Liegen hin, ein paar Tische hin. Dass das doch ein bisschen anspruchsvoller aussieht. Unseren schönen Strand verschönern. Soweit wie möglich ist. Ja, und die ganzen Inneneinrichtungen von den Häusern dann auf jeden Fall noch machen. Weil da gibt es ja auch so viele Sachen. Ja, eigentlich wollte ich hier die Mühle und all sowas reinbauen. Hier quasi wie so eine Küche draus machen. Aber ich brauche unbedingt Weizen. Wo kriege ich verdammte Scheiße nochmal Weizen her? Also wenn das mir irgendjemand sagen könnte, das wäre echt sehr hilfreich. Oder was man da machen kann, dass ich das auf meine Karte kriege, wäre sehr hilfreich auf jeden Fall. Das ist halt sehr ärgerlich irgendwie. Aber das bringt uns nicht ab, das Game zu zocken.
müsste eigentlich viel mehr spielen. Da würde er es auch gerne viel mehr spielen. Der Scheißboden, das ist hin und her gerendet, das nimmt so viel Zeit in Anspruch jetzt hier gerade. Dann kommt ja noch eh das Dach drauf. Ja, da hinsetzen bitte. So. Jetzt mal da rüber rennen. Aber wir haben ja Zeit. Wir haben halt 5 Folgen mehr. So, was sagt denn eigentlich unser Impact? Wo fliegt denn der? Okay. Gerade auf der anderen Seite von der Erde. Der Mond. Ruckel, ruckel, ruckel. Und dabei habe ich ja schon einiges runtergenommen, dass es gar nicht so extrem ist. Oder dass die Frame-Einbrüche nicht so extrem sind, aber. Ja. Solange wie ich normal aufnehmen kann. Da hatte ich jetzt nämlich auch schon Probleme gehabt, leider, weil ich ja mehrere Sachen probiert habe und da ging es halt mit der Tonspur echt gut, aber das Bild, das war, da konnte man nicht zugucken, das war eine Diashow, nicht schön, sowas. Oh, ich glaube, wir brauchen nochmal Holz und müssen das nochmal durchschreddern. Ich hätte gedacht, dass wir eigentlich mit dem Holz Boden und Decke hinkommen. Ja. War nicht so. Geplant, dass ich so viel Holz hier unten verbrauche. Aber das sollte ja kein Thema sein. Ich glaube, ich habe eh noch ein bisschen Holz in einem anderen Lager liegen. Ungecraftetes. Gucken wir gleich mal rein. Dann können wir das nämlich nebenbei noch laufen lassen. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Sag, ich glaube, da kriegen wir 50 so eine Bretter raus aus ein. Da brauchen wir ja vielleicht noch nicht mehr so weit laufen. Wir werden es sehen. Zack, komm mal her hier. Ist das auch jedes Mal so lange braucht? Dann geben wir mal 50 ein oder. Da brauche ich. Nein, nein, bloß nicht, bloß nicht. Hier, da, hier, zack. 50 ein. Ja, genau, das passt ja perfekt. Und dann können wir gleich nochmal 50 durchknallen. Weil wenn ich für den Boden schon so viel brauche, werde ich wohl für das Dach genauso viel brauchen. Ich glaube vielleicht sogar noch mehr, da ich ja dann vielleicht auch mal zwei übereinander setzen muss, dass wir da keine Löcher ins Dach kriegen. So, oder Schläge. So, nehmen wir mal 15 schon mal raus, wie schnell das geht. Perfekt. Hier mit dem Boden. Was war denn das eigentlich nochmal für die Tür? Für die Tür waren das auch so welche und Bretter, oder? Was ich dafür brauche. So. Nein. Nein! So. Ich komme nicht hin. Ich bin zu klein.
Jetzt muss ich mir noch eine Treppe erstmal bauen. So. Ja, das reicht ja, wenn ich das so mache. Achso, ich habe keine mehr. Ha! Da kann ich lange probieren, ne? So. Na, setz halt davor. Und dann aufs Dach. So, ungefähr den gleichen Baustil erstmal nehmen. Für das Strandhaus wie hier drüben das Haus. Und bei den anderen Häusern werden wir auf jeden Fall dann oben mit Bricks arbeiten. Da werde ich natürlich auch wieder die ganze Farming-Geschichte und das zum Herkraften. Oh, jetzt bin ich hier rübergegangen. Hätte eigentlich, naja, wurscht. Zur Bank gehen können. Nein, und das will ja sowieso keiner sehen, wie man hier farmen geht. Aber auch das Bauen dauert eigentlich hier teilweise schon ziemlich lange. Aber ich habe auf jeden Fall noch ein paar gute Ideen und viele Ideen, wie man das, was man da so noch Schönes bauen kann hier. Ist halt dann eh einfach nur für die Optik im Moment. Keine Ahnung, was sich die Entwickler noch einfallen lassen für dieses Game. Dann noch viel kommt oder nicht so viel, und ja, auf jeden Fall ist es nicht so wie bei Minecraft, wo man halt Farming Anlagen bauen kann mit Strom und so weiter oder irgendwelche Fallen, was wir damals gebaut haben bei Minecraft. Aber das war ja auch schon eine schöne Phase, die man damit gemacht hat bei Minecraft. Weil es wurde auch nicht langweilig. Immer wieder neue ja, Farmen, mehrere Farmen zu bauen. Die halt teilweise auch Stunden in Anspruch genommen haben. So. Kann ich jetzt eigentlich hier? Nein, ich muss hier einmal reinbauen, oder? Und dann oben drauf, weil sonst habe ich eine Lücke drin. Genau. Also kostet mich das dann quasi eh übelst viel Holz. Das ist übelst viel. Aber ein bisschen mehr Holz wie unten. Ui. Ich sag ja, das ist. Wenn du nur jedes Mal 15 so eine Holzbretter mitnehmen kannst, ist das doch schon sehr ekelhaft. Da hoffe ich doch, dass dann irgendwann mal was rauskommt. Oder schon noch kommt was, wie man da mehr tragen kann. Weil dadurch, dass wir ja das Stoff erlernt haben und schon geskillt haben, habe ich irgendwas gesehen mit Rucksäcken. Da können wir da dann bestimmt mit den Rucksäcken hoffentlich dann mehr tragen. Jetzt ist es im Moment gerade bestimmt ein bisschen eintönig, dadurch, dass ich halt hier am Haus bauen bin oder am Dach bauen bin. Jagen gehen müsste ich eigentlich auch nochmal richtig, dass wir was zu Futter kriegen. Aber ich merke schon, dass ich in dieser Folge definitiv mit dem Haus nicht fertig werde. Ich werde dann auf jeden Fall das Dach fertig machen und
wenn das fertig ist, geht's dann auf jeden Fall auch weiter. Da braucht man mir dann halt. Oder. Ja, da braucht man mir nicht zu gucken. Weil ich denke auch, dass es ziemlich eintönig ist, wenn einer die ganze Zeit hin und her läuft und guckt, wie er Dach baut. Vor allen Dingen ist es ja ein ziemlich simpler Stil hier. Die connecten ja top. Da gibt's nichts zu meckern. Gibt andere Sachen wie bei Ark, wo die Bauphysik sehr kompliziert sein kann. Ui, wieder weg. Wieder leer. Was deswegen aber nicht weniger Spaß macht. Ist halt anspruchsvoller manchmal bei Ark. Na, setz halt. So, und dann hier rein. Ich habe gar nicht geguckt, ob jetzt demnächst hoffentlich noch ein Update rauskommt für das Spiel. Weil ich habe irgendwas gelesen, dass es jetzt komplett auf Deutsch machen wollen oder noch komplett übersetzen wollen. Aber dann lasse ich mich überraschen, wann es kommt. Wege müssen wir auch noch ausbauen hier. Ja, kommt noch einiges auf uns drauf zu. Ich bin jetzt aber erstmal raus. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann bis zum nächsten Mal. Euer Ricky. Ciao.